Ja, herzlich willkommen auf einem neuen Video, in einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wir sind unterwegs auf Lost Place. Ich bin dabei. Kleiner Lina ist dabei. Klein Lena ist dabei. Kleiner Lina ist auch dabei. Klein Lena ist dabei. Ja, und wir sind an einem verlassenen Bahnhof. Wann der Bahnhof verlassen worden ist, kann ich euch gar nicht sagen. Also habe ich jetzt keinerlei Informationen dafür. Ist bei uns in der Region und hier soll auch ein verlassener Zug sein. Und dann würde ich doch sagen, gehen wir mal durch und schauen uns das Ganze mal an. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, hier ist zum Beispiel... So, hier haben wir jetzt zum Beispiel den Bahnhof, also quasi der ist komplett verlassen, haben wir auch schon probiert, kommen wir nicht rein. Hier sind meine Tourenbegleiter. Hier ist zum Beispiel auch so ein Bahnhofhäuschen. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir doch mal die Schienen entlang und gucken mal, was wir so finden. Ob wir einen Zug, der hier sein soll, ob wir den finden. Das sind ja die alten Schienen, sowas finde ich ja mega geil mit den alten Schienen, wenn man die alten Schienen entlang geht. Also eins kann man auch sagen, der Zug ist bei uns in der Region, also quasi aus Oberfranken. Auf jeden Fall eine total geile Geschichte. Haben wir auch wieder gefunden über Google Maps, haben wir da mal geguckt. Ich kann immer wieder einen Tipp geben, wenn ihr Lost Places sucht und welche finden wollt, dann nutzt dafür ganz einfach Google Maps, zieht es auf, schaut euch nach, wenn da irgendwas ist, was im Endeffekt ziemlich verwildert, verwuchert ist, kann man fast immer davon ausgehen, dass es ein Lost Place ist. Ja, und da hinten kommt schon der Zug. Ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt, also. Ein richtig geiler alter Zug. Unfassbar. Schaut euch das an. Ein richtig geiler, verlassener, alter Zug. Ha, mega. Der steht aber schon eine Zeit lang da, so wie es aussieht. Also absolut geiler Scheiß. Noch die alten Bahnschwellen. Jetzt schauen wir mal, ob da auch noch der Rest vom Zug kommt. Da steht mitten in der Pampa, wenn ihr euch das anschaut. Hier ist Idylle pur. Und mitten in der Pampa steht der Zug. Geil, oder? Geiler Scheiß. Absolut. Dann schauen wir doch mal, ob man vielleicht in irgendeinen der Waggons mal reinschauen kann. Wäre natürlich eine feine Sache. Ja, da geht's rein. Da können wir uns dann mal, können wir dann mal reingehen und können uns das mal angucken. Ein kompletter Zug steht hier. Ha, geil. Yes. Sieht man noch ein bisschen was. Da ist schon nichts mehr drin. Hier geht es dann weiter. Das ist schon ein Brockenteil, ne? Wenn man sich das so anschaut. Schon komplett verrückt. Und das Ding steht mitten in der Pampa und verrottet vor sich hin. Und der ist ellenlang. Ewig lang, ich meine, klar, ist jetzt nichts Spektakuläres in dem Sinn, aber ja, feiner kleiner alter Zug. Erster Teil der Lost Place Tour, wo wir heute unterwegs sind. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir mal, vielleicht sehen wir heute noch irgendwas anderes. Aber ist schon krass.
schon krass. Geiler Scheiß. Und dann sind wir jetzt hier auch wieder verlassenes Grundstück, wie ihr seht, komplett verwildert. Und das ist mitten im Wald. Hier oben ist das Haus, verfällt schon. Wann das jetzt letztendlich verlassen worden ist, kann ich euch nicht sagen. Aber was total geil ist, ist, es ist halt komplett lost. Und das schauen wir uns doch jetzt mal an. Unter der Voraussetzung, dass mich nicht auf die Fresse haut. Ja. Ganz schön rutschig. Ja, und dann würde ich sagen, geht's doch mal los. Ah, krass, oder? Der Boden ist schon ziemlich mitgenommen. Hier haben wir noch verlassene bzw. Gegenstände. Alte Heizung. Also Scheiß. Ha, Waschmaschine. Hier geht es dann hoch. Toilette. Bierkasten. Krass. Ja, auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, sind hier viele private Gegenstände. Bücher hier. Playboy Story. Hier geht es dann raus, Fenster sind alle schon durch. Hier haben wir noch Playmobil oder irgend sowas. Hier haben wir noch viele alte Bücher und so. Wie gesagt, seit wann es verlassen ist, kann ich euch gar nicht sagen. Hier eine Flasche, uraltes Telefon. Die Wand ist schon beschmiert, also oben seht ihr ja, die Decke kommt langsam komplett runter. Also das Haus ist völlig rotten. Alter Ofen, Lampe. Hier haben wir nochmal einen Raum der Küche, hätte ich jetzt mal gesagt. Schaut zumindest so aus. Hier ist nochmal ein Raum. Schon komplett krasser Scheiß, ne? Ein Stuhl. Der Boden fühlt sich an, als würde er jetzt gleich zusammensacken. Lasst es mal auf euch wirken. Dann gehen wir doch mal weiter. Toilette. Hier ist Waschmaschine oder ähnliches, oder Waschraum, hätte ich jetzt gedacht. Hier ist sogar noch das Waschbecken, all die Glühbirne. Oben die Decke kommt langsam runter, das sieht man schon. Vorratsraum. Hier oben sind noch eingemachte Gläser. Ja, Himbeeren. Hier unten haben wir noch Bier. Fällt schon komplett zusammen. Einen Eingang nach oben, glaube ich, gibt es gar nicht, weil oben fängt der Dachboden an. Dann würde ich sagen, machen wir nachher nochmal die Außenansicht. Und dann habt ihr, denke ich, alles gesehen.
Okay, hier liegt auf dem Tisch ein Kalender von 1984. Würde ich jetzt mal vermuten, dass das Gebäude 1984 verlassen worden ist. Jetzt rein von der Vermutung her. Hier haben wir noch alte Wandbilder. Es sind noch sehr viele, trotzdem, dass es so dermaßen runtergekommen ist, sind noch sehr viele persönliche Gegenstände hier. Hammer. Hammerhart. Jetzt sind wir wieder außerhalb des Hauses. Ich würde sagen, gehen wir mal los und schauen uns das Ganze mal an. Also das ganze Grundstück hier, wie ihr seht, ist komplett verlassen. Das hier ist das Haus. Hier ist nochmal so ein Gartengrundstück, also quasi eine Tür, wo man raus und rein gehen kann. Hier haben wir dann ja, das Grundstück. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir oben noch reinkommen, weil das andere war alles unten. Aber ist schon krass, ne? Das Ding ist mitten im Wald, mitten in nirgendwo. Da hinten ist noch eine verlassene Wohnung, Haus. Aber gehen wir halt mal hier rein und schauen, ob wir hier noch was entdecken können, was interessant ist. Also ist schon krass. 1984 ist es also verlassen. Also viele persönliche Gegenstände sind noch hier. Alter Tank, Werkstatt. Schon krass. Ich frage mich halt, was die Leute dazu bewegt, wenn sie sowas einfach zurücklassen. Und aus welchen Gründen. Also da gehe ich jetzt am besten mal nicht rauf. Aber hier sind auch noch viele, wie ihr seht, Gegenstände vorhanden. Hammerhart. Ich bin begeistert. Also das ist mal wieder so ein richtig schöner Lost Place. Was halt wirklich total krass ist, ist, dass halt auch noch das ganze Werkzeug hier noch da ist. Oder hier. Viele persönliche Gegenstände, Werkzeug und so. Da sind sogar noch Ketten drin. Krass. Da hinten noch eine alte Maschine. Wahnsinn. Ja, dann würde ich sagen, haben wir den oberen Teil auch erkundet. Gehen wir mal wieder raus. Und schauen uns mal die andere Hütte drüben an. Mal schauen, was es da noch zu entdecken gibt. Was es da noch ja, zu sehen gibt. So, dann geht es hier weiter. Was ja total crazy ist. Seht ihr das da unten vielleicht? Da ist ein Schwimmbad. Aber gehen wir mal ins nächste Haus. Das bin ich jetzt auch mal sehr gespannt. Alter, guckt euch das an. Krass. Altes Sofa ist noch da. Schrank. Kücheneinrichtung. Heavy. Schaut euch das mal an in den Schränken hier. Also ich frage mich echt, was bei den Leuten teilweise vorgeht, die sowas verlassen. Schaut euch das an. Noch alles vorhanden. Spüle. Küchenschränke. Wie gesagt, das untere Gebäude ist 1984 verlassen worden. Wann das hier verlassen worden ist, keine Ahnung, aber es ist schon crazy, ne? Da gehen wir mal weiter. Bad. Verrückt, oder? Hier sind auch noch viele persönliche Gegenstände. Hier geht es dann im Keller. Da schauen wir nachher mal. Crazy. Hier haben wir Schlafzimmer anscheinend. Ist schon länger verlassen, da oben sieht man es mit dem Schimmel. Kinderzimmer hätte ich jetzt mal behauptet. Alter Heizlüfter. Hier auch, da oben wieder. Die guten Konserven. Verrückt. Und das Ding steht bei uns in der Region mitten im Wald. Heavy. Was mich jetzt an dem Objekt wundert ist, dass der Vandalismus sich eigentlich in Grenzen hält. Also dass das Klo noch ganz ist. Hier gab es sogar ein Bidet. Na, dass hier der Boiler noch hängt. Gut, die Scheiben hier sind ein bisschen beschmiert. Aber dass der Guss noch dran ist,
dass eigentlich das Wohnzimmer an sich noch so gut erhalten ist. Das wundert mich eigentlich, wenn man sich das mal so anschaut. Na, hier haben wir natürlich wieder ein paar Wandbeschmierungen. Ja, aber was mich total fasziniert, ist hier Küche. Wenn ihr euch schaut, alles noch da. Ich meine, ich habe es jetzt vorhin schon erwähnt, aber das fasziniert mich total, ne? Dass hier noch alles vorhanden ist. Unfassbar. Und wenn schon ein Keller da ist, dann sollten wir uns den vielleicht auch mal angucken. Oder auch nicht. Mal rein, ohne dass wir uns was brechen. Schauen wir uns doch das mal an. Und das hier ist der Keller. Alter Heizofen. Aber auch hier wundert es mich, dass noch viele Sachen vorhanden sind. Konserven dürfen nicht fehlen, ne? Wir sind in Franken. Also wundert mich echt, dass das Ganze jetzt trotz all dem so noch im Schuss ist. Da oben ist es noch ein alter Schnellkochtopf oder irgend sowas. Ne? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, was für ein Topf das ist. Würde mich jetzt mal interessieren. Ha. Mmh. Das ist bestimmt lecker. Dann schauen wir uns doch mal das Grundstück drumherum an. Alte Garage. Hier ist ja auch noch viel Persönliches drin. Krass. Absolut krass. Absolut krass. Viel persönliche Sachen sind da in dem Haus drin. Absolute Wahnsinn. Ja, dann erkunden wir doch mal ums Haus rum noch ein bisschen das Grundstück. Was es da vielleicht noch zu sehen gibt. Also das ist Wahnsinn, wenn ihr guckt, das gehört alles dazu. Da unten ist auch nochmal Gebäude. Da unten. Und das hier ist das komplette Grundstück, was vor sich hin verwildert. Aber das muss echt mal richtig geil gewesen sein, wenn man sich das mal so anschaut. Ne? Muss echt mal richtig, richtig schön gewesen sein. Aber ich sehe ja, da hinten ist noch was. Das ist ja vollkommen crazy. Seht ihr das? Da ist ja nochmal ein komplettes Gebäude. Da ist ja nochmal ein komplettes Gebäude, was vor sich hin verfällt. Wahnsinn, verrückt. Das ist ja echt crazy. Das waren jetzt 3, 4 Gebäude hintereinander. Schauen wir nochmal, ob wir da irgendwo reinkommen. Hier geht's rein. Also sind wir drin. Hier haben wir auch noch ein paar persönliche Gegenstände. Das heißt persönliche Gegenstände, halt Spüle, Eckbank. Hier wäre es auch reingegangen. Hätte ich gar nicht so weit laufen müssen, aber irgendwie habe ich jetzt gerade Schiss, wo ich das gelaufen bin. Nicht, dass der Boden nachgibt. Man weiß es nicht so genau, ne? Und ich habe keinen Bock, auf die Fresse zu fliegen. Schalten wir mal um. Hier ist nochmal ein Bad. Hier geht es in den Keller. Komplett durch hier die Bude. Der Keller. Wie gesagt, ich habe bloß keinen Bock durchzubrechen. Deswegen bin ich da dringend vorsichtig mit dem Laufen. Aber schauen wir halt mal. Weil hier oben, wenn ihr seht, das ist ja, das ist crazy. Total verrückt. Noch ein Gebäude. Wahnsinn. Das ist jetzt das dritte. Crazy. Wenn wir schon da sind, laufen wir halt mal ums Gebäude rum. Terrasse. Und das hier ist jetzt das dritte Gebäude.
Hier haben wir eine alte Garage, es sind noch alle Kabeltrommeln drin. Ihr seht, sind hier auch noch alle Gegenstände. Wahnsinn! Unglaublich. Und was halt total verrückt ist, ist, das hier ist das komplette Grundstück hier. Das komplette Areal. Und da rotten drei Häuser komplett vor sich hin. Total krass. Total heavy. Was ist los? Wo warst du? Neben Herrn Spendel. In den hinteren, wieso? Da hab ich dich gesucht. Ganz hinten ist nochmal Haus. Ja, und da geht es jetzt runter im Endeffekt. Ja. Das soll es in diesem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, abonniert die Glocke. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr kein Video mehr. Und danke für euren Support. Vielen Dank an alle, die mir folgen. Und ich würde sagen, haut rein.